Hallöchen zusammen, wir sind wieder dabei beim nächsten Abo-Tasting. Das haben wir eigentlich das letzte Mal eingeführt und mal schauen, wie lange wir es durchhalten. Es macht Spaß und die Klicks auf unserem YouTube-Kanal, die werden auch immer wilder. Ich glaube, wir haben jetzt schon 10 Abonnenten oder so. Wow, die 15 reißen wir noch dieses Jahr. Müssen wir auch sagen, dass wir nicht so die YouTuber-Stars sind, aber wer weiß, das, wir müssen auch. Kommt doch. Du hast einmal was auf TikTok gemacht und ich glaube, das ist voll explodiert. Ich glaube, du hattest 1000 Views. Ja, war ich der älteste TikTok-Darsteller und da, oh, schau mal da. Cool. Ja. Ah ja, wir wollten ein bisschen über Champagner sprechen und im aktuellen Paket haben wir zwei Produzenten, die sehr klassisch sind im normalen Abo-Paket. Wir haben Pierre Moncrie und Diebold Valois. Beide von der Côte de Blanc, beide sehr klassisch und von Pierre Moncrie eher so ein bisschen weicher. Alles das probieren wir gleich aus, oder? Genau. Pierre Moncrie, ich mach das mal. Bisschen weicher ist und auch ein bisschen klarer. Und der Diebold Valois ist immer so ein bisschen mehr Brioche und Hefe und ein bisschen cremiger. Und ich bin also auch sehr gespannt, ihn seit längerem mal wieder zu probieren, weil vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, der hat die Dosage komplett verändert. Diebold hat jetzt nicht mehr 5 oder 6 Gramm, sondern nur noch 3 Gramm. Alle Winzer fangen an, die Dosage runterzuschrauben. Aber hier, der Pierre Moncrie hat noch 6, ne? Er hat noch 6. 6 ist ja so in between, da könnte man noch gerade extra Brut draufschreiben, man kann aber schon Brut draufschreiben. Letztendlich ist es eigentlich schon Brut, ne? Also die meisten. Bei extra Brut würde man schon eher an 1, 2, 3 Gramm denken als an 6. Genau. Wir probieren mal vor für euch. Genau. Wir hoffen ja mal, dass ihr dann vielleicht auch die Flaschen aufreißt, wenn ihr das Video anguckt oder umgekehrt zu eurem Tasting, zu einem Champagner-Erlebnis das Video. Und trotz 6 Gramm ist es schön trocken. Ne? Das ist so das Eigenart der Côte Blanc, dass die Weine, auch wenn sie ein bisschen Dosage haben, immer noch sehr, sehr frisch sind, sehr animierend sind, sehr geradlinig sind. Das ist halt auch Luminil. Genau. Ist diese, diese Tiefe, du hast diese tolle ausgeprägte Frucht, aber doch trotzdem was sehr Kreidiges und was Tiefes, was sehr Komplexes. Da profitiert der Pierre Moncrie halt enorm. Le Menil hat ja schon so Kultcharakter eigentlich, ne? So als Lage. Das ist ja so Claude Menil wäre es schon mal, ich durfte es einmal verkosten. In der Verkostung habe ich es mir mal gegönnt. Da kostet die Flasche 1400 Euro. Heilandzack, die halbe Flasche, ne? Krug Claude Menil. Es war schon beeindruckend, aber nur wenn es auf den Punkt gereift ist und wenn es nicht auf den Punkt passt, dann kannst du ihn von einem normalen Champagner gar nicht so stark unterscheiden. Deswegen würde ich das Geld dafür gar nicht unbedingt ausgeben. Habe ich auch noch nie. Aber das ist hier Preis-Leistung halt mega. Das ist ja gut. Und habt ihr es vielleicht schon gesehen, wir haben komplett die Karten überarbeitet. Also es ist nicht so, weil wenn dieser Winzer schon mal im Abo drin war, dass wir dann einfach stur dieselbe alte Karte von vor 2 Jahren nochmal schicken. Nee. Die Karten werden von uns wirklich ständig überarbeitet. Da müssten wir fast eigentlich die Luisa mal holen, die damit mitgewirkt hat, oder? Weil ich stellen wir mal beim nächsten Mal vor, okay, weil es zu lang, glaube ich. Ja, stimmt, wir müssen. Sonst dauert es ja wieder eine Dreiviertelstunde hier. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Genau. Und ja, also mir macht der super viel Spaß, weil er sehr charmant ist. Ja, aber trotzdem nicht knochig. Genau. Das Interessante ist ja auch, dass sowohl Pierre Moncrie als auch Diebold Valois, den wir jetzt als nächstes hier haben, den Blonde Valois, dass die beide und in Frauenhand eigentlich sind. Das sind ja eigentlich beides Champagner, die von Frauen vinifiziert werden. Absolut. Das ist so schade, dass die dann auch oft so wenig, gerade die klassischen Weingüter, von denen kriegt man so in den sozialen Medien relativ wenig mit. Die sind sehr so ein bisschen zurückgezogen. Sehr klassische Familien, die so zu Hause gerne unter sich sind. Alles sehr reizende Frauen. Genau. Und Isabel, oh, die ist so herzlich. Die auch ein bisschen crazy. Auch wenn die E-Mails schreibt, immer so Nicola mit 80 Ausrufezeichen. Also total begeistert. Ja, also irgendwie ganz witzig drauf. So, jetzt schauen wir uns mal im Vergleich den Diebold an zum Pierre Moncrie. Ja. Ein bisschen grobere Mousse, ein bisschen finde ich, finde es ein bisschen fördernder. Die andere war weicher, war feiner. Ja, ich weiß eben nicht, ob dieses Weiche, das ist halt generell durch diesen höhere Dosage, und du hast immer das Gefühl, bei niedriger Dosage, dass es sehr viel kerniger und straffer im Mund ist. Du hast bei niedriger Dosage viel mehr Struktur im Mund. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass die Mousse hier gröber ist, aber es ist sehr viel rassiger, kühler und
Das hat sich wirklich komplett verändert. Also Diebold war so rund immer und so everybody's darling. Das ist es auch definitiv nicht mehr. Also es ist sicherlich keiner mehr, der jedem immer schmeckt, sondern das ist schon was ein bisschen für den Fortgeschritteneren. Und das war jetzt für viele Kunden auch gar nicht so einfach. Wir haben den ja auch in ein paar Restaurants drin und die haben erst mal so ein bisschen mit den Ohren geschlackert, als sie gesehen haben, 3 Gramm. Und hat ein bisschen gedauert, aber die meisten sind jetzt dabei geblieben. Mhm. Weil das ist ja richtig. Sieht man eigentlich, wenn da jemand anruft? Nein, das ist keiner. Nein. Wir telefonieren jetzt nicht. Nee, aber sieht man das nicht? Nein, das ist nicht. Das ist ja nicht in der Kamera. Ja, okay, cool. Das müssen wir nächstes Mal auf den Modus. Und die haben ja auch die Etiketten, die Labels so ein bisschen angepasst. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen mehr Design, ein bisschen moderner. Diebold hatte ja immer ein sehr klassisches Label. Immer noch sehr klassisch. Aber es ist, ich finde den, also gerade beide Champagner eigentlich für den Sommer ganz schön, weil sie eben nicht so dieses körperreiche, voluminös, Brioche-artige haben, sondern sind beide sehr straight, sind beide sehr erfrischend, sind beide von der Aromatik auch zurückhaltend, was ich gerade so als Frühstückschampagner sehr, sehr gerne mag, dass mich das jetzt nicht aromatisch da gleich über den Tisch zieht, sondern dass ich was schön Feines und was sehr schön Gradliniges, Frisches, einfach Erfrischendes auch habe. Ja. Und ich finde es wirklich spannend, dass sie die Dosage so zurückschrauben, weil ich sehe da die nächste Generation. Ich habe ja immer jetzt auch mit den jüngeren Leuten zu tun, Philippinen, Delfin und so weiter, Diebold. Und die wollen scheinbar doch ein bisschen was in die moderne Welt anschließen. Bin super gespannt, wo das Ganze dann mal hingeht. Und super gespannt sind wir jetzt auch, weil das ist was brandneues. Ne? Das hast du jetzt aufgetan hier. Da haben wir ganz spontan umdisponiert im Abo, weil eigentlich wollte man natürlich auch einen Diebold bringen gegen den Pierre Moncuit. Aber da haben wir gedacht, wir müssen doch, da wir jetzt die Chance haben, da wir was Neues ausgegraben haben. Ich war ja gerade in der Champagner, habe tausende Champagner verkostet und viele tolle Sachen entdeckt. Täglich tausend. Na, nicht täglich, aber. Und da habe ich dieses eine Weingut gefunden, das wir jetzt im Premium-Abo drin haben. Die sind aus Vercenay. Coole Farbe auch, ne? Wenn man da so reinschaut, ist schon, genau, schon so was leicht Zwiebelschein, Kupferfarben. Das ist jetzt aber kein reiner Blanc de Blanc. Ne? Da ist jetzt, ist jetzt 71-72% Pinot Noir und der Rest Chardonnay. Und das Interessante ist, das Interessante ist, dass das auch der Anteil der Rebsorten vom Weingut ist. Also die haben tatsächlich genau das, was sie hier in die Flasche geben, haben sie auch ihre Rebsorten im Weingarten verteilt. Ist also sozusagen die Signature-Champagne von La Bruyère. Und die habe ich entdeckt. Das war eine ganz spannende Gruppe. Im April gab es ja diese Messe mit den verschiedenen Gruppen. Diese Gruppe hieß Apex. Und das war die Gruppe von Benoît Magee. Und da war natürlich großer Andrang, weil Benoît Magee ist super berühmt und dann dachte man sich, der schart bestimmt nur super coole Weingüter um sich. Und bis auf ein, zwei konnte ich da auch voll dem zustimmen. Und die haben mir sehr gut gefallen. Die waren jetzt nicht so überhaupt, es ist überhaupt nicht wie Benoît Magee, sondern die sind eher so ein bisschen klassisch, anspruchsvoll, fein, finessenreich. Es ist aber auch nur der Anfang, weil die haben das Weingut gerade gegründet. Und zwar handelt es sich dabei um eine sehr erfolgreiche Weingutsfamilie. Die haben ein berühmtes Weingut in Burgund, Jacques Prieur, ne? Genau. Jacques Prieur in Burgund ist ja auch eine Legende eigentlich, ja. Und dann gibt es noch, die haben auch noch in Bordeaux, da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus in dem Bereich, aber das ist bestimmt auch ein ziemlich gutes Weingut. Und dann hat ihnen noch so ein bisschen was gefehlt in der Champagne, aber die machen das eben nicht so, dass sie dann sagen, wir kaufen und vinifizieren oder wir lassen produzieren und kleben unseren Namen drauf, sondern die verstehen sich wirklich als Winzerfamilie, haben sich umgeguckt, wo können wir tolle Weinberge finden. Und haben dann in Vercenay was gefunden. Ich glaube, das war auch deswegen, weil das noch ein relativ unbekanntes Grand Cru-Gebiet ist. Jeder kennt natürlich die berühmten Ambonnet, Bouzy, Ailly für Pinot Noir. Und Vercenay ist halt eben noch ein bisschen unter dem Radar. Und wahrscheinlich kriegst du da am ehesten noch als Außenstehender noch ein paar Weinberge. 6 Hektar haben die, also das ist jetzt wirklich nicht viel. Auch das muss man sich natürlich erstmal leisten können, 6 Hektar. Das ist ein kleines Winzer geführtes Weingut, also hier auch RM. Und auch hier extra Brut, ne? Also die sind ganz knapp über dem Zero-Dosage. Da haben wir 0,8. 0,8, ne? Die wollen es genau wissen. Eigentlich ist es Zero, genau. Und das schmeckt man auch.
Das ist, obwohl der Pinot Noir-Anteil hoch ist, ein sehr schön knackiger, bisschen haptisch erfahrbarer Champagner auch, der wirklich aber so nicht zugreift. Ich finde gar nicht karg, sondern das ist der ist so richtig fein und geschliffen, der ist super harmonisch. Also ich glaube, dass die sehr, sehr gut wissen. Das ist immer, wenn du von außen kommst und hast sehr viel Winzer-Know-how, dann weißt du ganz genau, was du mit dem Material, was schon da ist, wie du das perfekt verarbeitest. Und das trifft hier, glaube ich, zu. Mm. Du hast was super Elegantes, was trotzdem straight ist und Biss hat, aber sehr harmonisch. Die wissen halt auch, wo der Wein wohnt. Ne? Mit den Erfahrungen, die sie in den anderen Weingütern gemacht haben, die bringen sie natürlich mit. Champagner ist letztendlich nicht viel anderes als Wein, der halt auf eine bestimmte Art und Weise weiterverarbeitet ganz wird. Ganz toll weinig. Also bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Bitte mal um Feedback. Unbedingt. Wie ihr den Labrouillard... Unbedingt Feedback. Genau, La Bruyère haben wir so oft schon gesagt, wie das Weingut heißt. Ich habe vorhin mal ganz kurz mal angesprochen. Okay. Und jetzt kommt noch so ein Klassiker wieder bei uns im Sortiment, ne? Millesim, also ein Jahrgangschampagner. Und zwar jetzt nicht 2015 oder 2014, sondern 2006. Ja, das ist richtig cool. Von Pierre Monquy, also was wir als erstes hatten, den Delos, den kriegen die Premium-Abo-Leute jetzt als 2006er und zwar als Brut. Genau. Die Brut-Variante finde ich bei ihm, gefällt mir eigentlich immer am besten, weil das ist so eine Extra-Packung, so richtig wow zum Reinlegen. Mhm. Ich habe auch neulich gesagt, ich hatte zum ersten Mal in meinem Urlaub, es waren irgendwie 3 Tage Urlaub oder so, seit 3 Jahren, da stand tatsächlich ein Jacuzzi auf der Terrasse in Südtirol. Und da hat es irgendwie dauert. Gefüllt mit Champagner, oder? Wahrscheinlich. Nee, schade. Ich hatte sowas noch nie überhaupt und fand es total abgefahren. Mhm. Und hat geregnet und das war super cool. Wahnsinn. Und dann haben wir uns tatsächlich da reingesetzt und haben eine Flasche von dem getrunken. Und der war's. Das war der Jacuzzi-Champagner. Ich muss echt sagen, das ist tatsächlich ein Jacuzzi-Champagner. Aber ja, auch, aber es ist wirklich zum wahnsinnig Wohlfühlen. Mhm. Wir haben uns da relativ viel jetzt kaufen können. Weil die nicht so super, super mini klein sind, haben wir uns jetzt den gesamten Restbestand des 2006er gesichert. Und werden den auch in den, ich glaube, das dauert bestimmt noch 1-2 Jahre, bis wir den abverkauft haben, weil es war eine große Menge. Ja, das ist auch, richtig das wird cool. Ja auch immer besser. Ja, und da freue ich mich voll drauf, auch den in die Restaurants noch zu verkaufen, weil der nämlich auch nicht so, er ist auch nicht so teuer dafür, dass er wie lang gereift ist, und 12 Jahre, irgendwie, also völlig irre. Aber da geht schon was ab im Mund, ne? Das hat schon, ich finde es wunderbar. Es hat eine Komplexität, es hat trotzdem er Brut ist, überhaupt nichts Speckiges, Fettes, keine Pölsterchen auf den Hüften, sondern ist trotzdem schön schlank. Hat aber natürlich schon was sehr, ein ganz generöses, ausgereiftes oder nicht ausgereiftes, vielleicht negativ, aber ein gereiftes Aroma, wo alles sehr schön schon harmonisch ist, sehr schön komplettiert ist. Macht schon Spaß. Also für das Geld ist das, hat ja auch 6 bis 7 Gramm, ne, was wir im Prinzip beim Delos auch hatten. Mhm. So eine absolute Wohlfühldosage, die aber noch überhaupt nicht ins Süßliche reingeht. Nee. Und der hat eben schon ganz minimal diese Reifearomen, aber echt nur so am Rand. Genau, als zur Komplettierung der anderen letztendlich. Ja, ich bin gespannt, weil wenn wir den nochmal ein Jahr haben, wenn der überhaupt so lang reicht, dann wird er, glaube ich, noch immer generöser und noch schöner. Mhm. Der Vorteil ist, wenn du es halt immer frisch vom Weingut nachkaufst, dass die den dort ja nochmal frisch degauchieren und dann wird er auch nie so richtig alt und dann fängt er dann eigentlich erst an, so nachzureifen. Wobei, da gibt es jetzt nichts mehr zum Nachkaufen, ne, glaube ich, oder? Den 6er nicht mehr. Der ist weg. 8er vielleicht noch ein bisschen was, haben wir ja auch schon. Genau. 8er haben wir ja auch schon gebunkert, weil es ja auch ein großartiger Jahrgang ist. Genau. 6 ein bisschen wärmer gewesen. Ja, aber jetzt wisst ihr ungefähr, was euch erwartet. Worum es geht in diesem diesmaligen Abo? Genau. Kleines Schlusswort noch vielleicht zum Sonntag? Schlusswort zum Sonntag, ja. Zum Sonntag am Mittwoch. Ich freue mich wieder, mit euch so ein bisschen zu quatschen und genau auch mit den Karten. Ich würde mich auch mal über Feedback freuen. Ich mache doch ab und zu diese Inspirationskarten. Ich habe allerdings noch nie ein Feedback dazu bekommen. Vielleicht sagen alle, was ist denn das für ein Schmarrn? Nein, überhaupt nicht. Ich finde das super. Die Idee war eigentlich mal, dass ich immer überlege, wie kann ich die Menschen noch mehr inspirieren, als nicht nur, wenn ich ihnen was verkaufe. Ne? Deswegen haben wir auch den Laden mit dieser schönen Tapete, wo Leute drin sitzen und sich wohlfühlen können. Und meine Idee ist immer, die kommen her und haben dann eigene Ideen, die sie auch in die Welt rauspflanzen. Und deswegen waren auch diese Inspirationskarte, dann sitzt man vielleicht da, vielleicht hat man auch nicht immer einen Partner, mit dem man Champagner trinken kann. Und dann kann man diese Karte lesen und so sich so ein paar so schöne, inspirative Gedanken machen. Also sagt doch mal, wie ihr das findet.
Champagner inspiriert, deine Karten inspirieren. Und wir sind jetzt dann für diesmal fertig. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.